Mit ein herzliches Hallo und willkommen bei 7 Days to Die. Jetzt in der Alpha 14. Endlich haben wir sie auch und geändert hat sich allerdings die Gruppe nicht. Das ist nach wie vor die Danu und sie ist wunderschön in Schwarz. Hey! Immer noch ohne Texturen. Immer noch ohne Texturen, trotz Alpha 14. Aber die anderen sind auch am Start. Das ist Aleitok. Hey ho. Und der Anubis. Moin moin! Ja. Es hat sich viel geändert mit der Alpha 14, aber irgendwie, dass wir das zusammenfassen könnten, glaube ich, dafür sind wir einfach zu kurz im Game. Das würde, wir haben da überhaupt keinen richtigen Überblick drüber. Ja, außerdem Aber weißt du, wie lang die Liste war? eben, die Liste ist seitenlang. Es ist der Hammer, Also, was die da reinpatchen und. allein die Karte, auf der wir spielen, die ist jetzt angeblich doppelt so groß. Ja, genau. Das ist das eine, ja. Und das andere ist, es gibt da oben ein Tutorial. Das ist das Offensichtlichste, sag ich mal. Und wenn man das eben befolgt, dann kommen immer am Anfang mehr Quests, die dann einem sagen, wie man so die ersten Schritte in diesem Spiel bestreiten soll. Zum Beispiel Craft a Stone Axe. Das machen wir jetzt gerade. Und Hast du das immer noch nicht? nein, ich hab's noch nicht Wir gemacht, weil ich haben das ja diesem zeigen Video wollte. gewartet. Und jetzt ist das nächste Craft Fiber Plants. Da habe ich jetzt schon das ganze Fiber hierfür gesammelt zuvor. Das machen wir jetzt auch. Ja, wir mussten ein paar Minuten warten, bis jeder die Genau. gesehen hat. Craft, was muss ich machen? Helm oder Hut? Gut. Hut. So, dann haben wir das nämlich auch. Und so führt einen das langsam durch. Und wir haben überlegt, wir machen. Aber ist bei euch der Himmel auch schwarz? Muss ich mal ganz kurz fragen. Nö. Nein. Habe ich irgendwie in den Grafikeinstellungen was jetzt hier? Aber ich habe eine Schatzkarte gefunden. Oh Mann. Das heißt, du weißt jetzt schon, dass du das Treasure Hunt killst, oder wie? Nö, brauche ich nicht. Warum habe ich schwarzen Himmel? Würde sagen, lock dich nein. Das geht ja. Ja, du sagst was, ne? Wir spielen jetzt nämlich lokal, auf meinem Rechner quasi. Ja. Ich habe schwarzen Himmel, das ist, als würde der Himmel nicht geladen werden. Ja, schön, Sollen dann. wir dich einmal umbringen? Vielleicht geht's dann. Achso, Du Friendly kannst Fire mich hast auch hier nicht aus. umbringen. Ich könnte mich vor einem Zombie setzen. Ich habe gerade mal geguckt, aber in den Grafikeinstellungen ist das auch nicht. Dachte am Anfang, das wäre normal, aber jetzt mittlerweile mal 9:45 Uhr, da müsste der Himmel schon ein bisschen heller sein. Nein, nein, das ist schon blau. Schön, freut mich. Ja, bei mir ist also Nacht. Scheiß drauf. Na, Irgendwann ich würde sterbe sagen, ich und. looten wir das Haus da vorne und Ja. überlegen wir uns, ob wir da siedeln. Genau, das ist nämlich eigentlich unser Vorhaben, dass wir sagen, wir wollen jetzt mal nicht ein eigenes bauen, sondern wir okkupieren eins. Ja. Genau. Und siedeln dann da. Schauen wir mal. Nennt mich Sieht. heute Ja. Trüffelschwein. Trüffelschwein. Trüffelschweinchen. Machen wir gerne. Ich gehe schon mal rein, ne? Ja. Ich habe eine Pass mal auf, Skimette das sind meistens gefunden. Spikes. Was Bikes, ja, hast du gefunden? Tatsache, es sind Ein Spikes. Blueprint für Lederschuhe. Cool. Cool, allerdings. Wollen wir das aufnehmen hier, Beton? Nö. Aber schön, die Spikes Kannst hier. Das ist zerklopfen. ja, richtig perfekt, die Hütte. Ja. Machst du hier unten? Dann geh ich schon Ja. mal eins hoch. Recht leer. Nice. Aber wir hätten schon einiges an Platz zum Verschauen. Ja. Hier gefällt mir die Hütte ganz gut. Muss sagen, mir eigentlich auch. Hier sind so ein paar Blocks, die wir reparieren müssten. Ja, die hast du unten Hier auch. oben ist ein Campfire. Kann man das nutzen? Ja. So, perfekt. Aber so ein. Willst du dich mal in den gemütlichen Sessel hier setzen? Nein, ich glaube, in der Gitter. Habe ich schon gerade. Boah, ekelhaft. Müsstest du auch einen So. schönen Balkon da oben haben, um Hm, die. ja, ich bin hier, ich setze mich hier schon mal hin und genieße die Nacht. Ja. Also ich habe hier so eine schrottige Holzhütte, die sich Oh, nicht zu looten Buttonklapp. lohnt. Ja, Buttonklapp muss ich auch bauen, ist das nächste. Ja, wir sollten die Quests durchmachen, weil da kommt das Bier auch. Genau, Craft. Und dann könnten wir eigentlich hier die Holzframes reinsetzen, oder ist das, kann man das hier verstärken? Nee, was ist denn das hier? Die kannst du trotzdem zu Holz aufbauen. Nee, Jetzt brauche ich einen Bogen. diese Blöcke, die hier fehlen, die hier so kaputt Die sind, das. komplett fehlen, die kannst einfach. Schau her. Siehst du? Was? Das wären Holzblöcke.
Egal welchen kein Holz Block mehr? Du... Ah, ich habe kein Holz mehr gehabt, deshalb ging's nicht. Okay. Ja, ich muss auch mal nesten und Bogen bauen. Ja, genau. Nest euch und... Oh, ach, Nest. Ja. ne? Danu lacht sich so kaputt, weil das der er hat kurz vor der Aufnahme eins gefunden. Genau. Das dachte ich mir, komm, da tust du jetzt mal so in der Folge. Ich hab da noch gesagt, du sollst die Büsche rundherum bekauen. Hab ich, ja, und ich find's trotzdem nicht. Oh, die Hütte ist cool. Ja, die tun's. Was? Wieso? Da was hinterm ist? Hügel ist oh. Das Maisfeld. Ah, perfekt. Ich brauch eine Weile, bis ich bei euch bin. Ich muss was basteln hier. Geht's auch nicht. Ich hab natürlich vor, bevor wir hier angefangen haben, schon das Nest gefunden und dachte mir, komm, das hältst du dir parat. Mhm. Damit du auch endlich mal ein Nest findest. Er wollte es ursprünglich aufheben, habe ich ihm gesagt, das schaut doch viel besser aus, wenn du das in der Folge machst. Genau, und du machst mir alles kaputt. Ich? Ja, ich wollte jetzt glänzen, du hast mir jetzt alles kaputt gemacht. Ey, wir sind voll stolz auf dich, dass du es... sind voll stolz auf dich. Nein, das hast du vorher selber gesagt. Wir sind schon voll stolz, dass du es wirklich selber gefunden hast. Ja, ne, ganz alleine. Mhm. Ohne Hilfe. Ich bin nämlich schon groß. Craft dir Bogen. Oh Mann. Ich kann das schon alleine. Warum musste ich hier bei Koyas? Sag zu, du hast es irgendwie eingestellt, gell? Alle was? Anderen weit weg und ich muss da bei dir sein. Achso, ja, natürlich. Das ist... Baum fällt, dann nur tot. Nein. Nee. Baum fällt ist eigentlich ganz einfach. So. Er fällt immer schön in die andere Richtung. Ja, also mir ist er auch schon direkt auf den Schädel gedonnert. Nur wenn ein Stein oder was ist, wo er abprallt. Ist ja tatsächlich das. Sag mal, ist das die Stelle, wo wir schon mal überrascht wurden von den Tausenden von Zombies oder sind das andere Maisfelder? Das können andere Felder auch sein. Du, und wie gesagt, Karte hat sich jetzt verändert. Sie ist ja deutlich größer geworden. Geringfügig größer, ne? Das dachte ich mir auch gerade, ja. Schwarzbrühl. Achso, das ist so abgebrannt, da ist nichts rauszuholen. Oh, geht ein wenig bei mir. Ist wahrscheinlich, weil ich das Spiel hoste, aber es geht noch. Noch geht es. So. Na komm. Ist halt schon eine krasse Sache. Also jetzt läuft hier der Game-Server, wenn man so will, bei mir. Dann die Aufnahme. Mhm. Das eigene Spiel quasi. Ja, das ist schon knifflig. So. Oh, ein Nest. Eine Stadt. Cool. So. Und ich unbewaffnet. Da ist noch nichts. Was treibt denn der? Ich hack mich hier durch die Gegend und mach Tutorial. Ich werde mal schauen, wo wir ganz kaputte Fenster haben und setzt die Wood Frames ein. Ich habe noch ein Nest. Mhm. Sehr gut. Kann das ja, nämlich. Dann such du jetzt Nester und ich rapp das Haus ein bisschen. Nein? Oder wie? Nee, ich muss auch noch drei Wood Frames platzieren. Die würde ich eigentlich ganz gern dann vielleicht im Haus oder so. Ja, schau einfach, wo komplett kaputte Teile sind. Genau. Wir werden zwar nicht alle da unterbauen, aber beim Zaun wollen wir es ja nicht haben. Nee, beim Zaun immer wieder Koppel, aber das Haus ist echt cool. Ja. Ist zwar wirklich runtergekommen, muss man ja sagen. Können wir wieder aufhübschen. Ja, ich würde sagen, hier fast den Baum hier im Garten hauen wir um, oder? Ja, natürlich. Sieht scheiße aus. Wir brauchen sowieso früher oder später das Holz. Ich brauche ein Nest. Warte mal, da ist noch übrigens was zu mit rechter Maustaste auf die Spikes, dann kannst du die reparieren, ja? Mhm. Mit dem Hammer. Geht auch ganz normal mit Holz? Ja. Das sollte man jeden Tag machen. Ja, solange man drankommt an die Spikes, ja. Das Haus ist richtig gut hier. Gleich mit Spikes schon ausgestattet, da kannst du richtig was mit anfangen. Ja, so ein Haus habe ich im Solo schon gehabt. Gehen jetzt nämlich alle Solo, die Streber. Die üben alle. Ja, uns gefällt das Spiel. Nee, ich auch nicht. Du auch nicht? Du bist wenigstens noch Noob wie ich. Habe ich mir gedacht, kommt besser. Oh, Nest. Wo sind eigentlich die Zombies? Sehr froh, solange sie noch nicht da sind. Hat jemand schon mal welche gefunden? Nur mal so nebenbei gefunden? Ja, ich habe hier ein paar. Bisher nein. Okay, also sie fehlen nicht. Ich hatte gerade so ein bisschen Angst auf mein Spiel eventuell. Noch ein Nest. Wird mir langsam unheimlich. Du mir auch gerade. Dass du schon alleine dabei du was findest.
Vielleicht wird das auf seinem Computer extra groß markiert. Ich habe schon 47 Federn. Bin ich der Federkönig? Momentan ja. Axtkraft. Hol ich mir erstmal ein bisschen Stein gleich raus. Habe ich vorhin vergessen, dass ich zum Axtreparieren ja immer wieder Stein brauche. Und jetzt stand ich da, wollte die Axt reparieren, hatte keinen Stein. Also erstmal den, bevor ich den nächsten Baum hole. Abgegradet ein bisschen. Tür? Was für eine Tür? Die Eingangstüre da. Die war doch kaputt, oder nicht? Die habe ich repariert. Wie das denn? Du kannst jedes Teil mit Rechtsklick drauf reparieren. Sind hier ja, alle mit Holz kaputt. Zu reparieren. Ich dachte, die wäre... Nein, die war schon noch... Ach so. Kannst doch im Boden... Also du musstest nicht wirklich einbrechen. Die Tür war einfach offen, kaputt. Die Tür war offen. Ah, okay. Das sind nicht alle versperrt. Sonst der häufig, dass es eben zu ist, genau. So, mal gucken, in welche Richtung jetzt der Baum fällt. Und so. Weg vom Haus. Das ist egal. Baum oder was auch immer das für ein Gebilde ist. Oh, das war hohl. Und da geh war noch zum ein Beispiel jetzt einmal rein und auf eines, was noch nicht ausschaut wie Holz und mach's mit der rechten Maustaste, bearbeite es mal. Dann wirst du sehen, dass du alles aufwerten kannst quasi. Ah, okay. Und so können wir praktisch das Haus komplett reparieren. Und dann auch aufwerten, dementsprechend wir noch Metall haben. Diese kaputten Fenster macht man dann am besten jetzt auch zu, oder soll ich die machen? Ja, rechte Maustaste, dann hast du Holzbalken davor. Ja, ist halt die Frage, oder wollen wir lieber die Fenster lassen, dass wir was sehen? Nein, wir sehen ja von oben was. Das sind alles Schwachstellen. Nicht alles reparieren. Ich lasse mal ein paar, so ein bisschen was kommt da doch nicht durch, oder? Unten mach alles zu. Ja, okay. Alles. Muss aber auch mal noch meine Klötzchen platzieren. Kann ich in die mal platzieren? Notfalls vorm Haus, das ist ja wurscht. Ja, prinzipiell schon. Prinzipiell schon. Ist aber oben noch was? Hey, oben kann ich sie. Doch, hier könnte ich platzieren. Hier. Wir haben oben auch eine Eingangstüre. Ach, die müssen wir zumachen. Zumindest habe ich das im Solo schon mal so gemacht. Die eine Eingangstüre. So, die machen wir jetzt mal. Was Anständiges hin. Braucht kein Schwein. Aha. Habe ich gehört. Habe ich schon. Ah, Hilfe. Zack, krieg mich nicht. Muss ich krieg jetzt mich nicht. Aufwerten, dann habe ich die Quest auch erfüllt. Vielleicht sollte man auch laden. Das könnte helfen. Ach, alles überbewertet. Frame, Stone Frame, Wood Frame, Wood Frame. Ja. Was muss ich jetzt machen? Bedroll. Ah, kommt die endlich. Dann platzieren wir die gleich am besten im Obergeschoss, oder? Ja. Wood Frame? Da hast du da jetzt zugemacht? Nee, du hast offen lassen. Soll ich vor die Türe? Also wenn ich da bin, wo ich glaube, wo ich bin, bin ich glücklich. Wie war's, Woodframe? Was? Ja, da bei der Türe. Da herum auch eine Eingangstüre. Kommen die da hin? Ja. Ist das so eine Treppe hoch, oder wie? Ja. Ich hab die... Ach, hier. Da. Hoppala, okay. Ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man noch einen groben Ausgang hätte. Dann sollte man lieber hier unten ordentlich Spikes oder so eine. Oder das hier zu einer Brücke ausbauen. Weißt du, die Treppe halb abreißen und hier eine Brücke mehr oder weniger? Können wir auch machen, ja. Ich kann hier die Treppe wieder zumachen. Ich glaube, das macht Sinn. Okay. Wenn wir hier oben lieber. Ja, genau, so machen wir das. Dann machen wir hier draußen eine Brücke und dann haben wir eine Fluchtmöglichkeit, falls man mal irgendwie. Also was nie passiert, wenn man irgendwie in die Dulde kommen oder so. So, Bad Roll? Ja, nee. So, Bad Roll, ja, muss ich noch platzieren. So. Mach die Betten da weg, dann haben wir das. Soll ich ein paar Spikes ums Haus bauen? Du machst das Haus so lange wieder frisch? Ja, wir sollten dann lieber die Mauer bauen, das Haus sonst auch noch fertig machen.
Stimmt, macht Sinn. Die Mauer hilft uns momentan mehr. Ja. Der Balkon ist auch praktisch. Also das Haus ist richtig cool. Mhm. Ja, so, Bett. Wow, okay. Kommt mal bitte in unsere Richtung näher und lauft die weiter weg. Wir sehen immer die Karte größer und meine Rechenleistung immer mehr. Nee, ich arbeite dran nicht. Kannst das neben mir legen, ich in meine. Dir. Oh, dann ist sowieso falsch gelegt. Ja, in meine Richtung ist gut eh. Ja, kannst du mal machen, oder? Hier ist ein Feuer. Kann noch eine Brücke daneben. Wir müssen ein Ekelchen-Campfeuer machen. Willst du das auseinander? Kommt da Leder raus? Oder nein, so? Metall. Metall, auch gut. Ja, bitte komm wirklich in die Nähe, weil ich merke gerade, die Leistung wird immer schlechter. Bin auf dem Weg. Die Karte wird immer größer. Komm schon. Ja. Naja, das Stück zwischen muss ja auch geladen werden. Gut, ich brauche wieder Holz. Ein Campfeuer, also meines setze ich jetzt dann raus, oder? Weil jeder von uns bringt ja Campfeuer mit. So, das muss ich auch noch craften. Ja, könnt ihr mitbringen. Das ist die letzte Quest, glaube ich. Das ist ja nur Holz für benötigt. Aber dann können wir da heraus eventuell notfalls damit auch lichten. Wobei ich jetzt weiß, wie leicht Fackeln herstellen kann. Ja, das war relativ simpel, ne? Ja, es wäre so einfach gewesen. Okay, mit was? Es könnte alles. Nur, wie viel Fett hatten sein. Wir? Fett und Grillrost, das reicht. Ja. Ja gut, Fett kriegst du ja nur aus Tieren, ne? Also insofern. Nicht nur, manchmal haben wir auch Zombies welche dabei. Ach so, kannst okay. Zombies jetzt zerlegen. Aha. Kannst doch Knochen aus Zombies kriegen. Okay. Machen wir wieder eine Cobblestone Wall außenrum? Ja. Und zweites Nest. Oh. Frage ist nur, welchen Abschnitt wir dann nicht mit Fleisch und Fell machen wollen. Ja, klar. Und, Scheiße. So. So, ich mache jetzt mal maximale Anzahl an Pfeilen erstmal. Dann machen wir noch die Axt. Ich wollte ja. Stone Axe, was fehlt mir jetzt? Small Stone? Toll. Hatte doch gerade extra Stein gehauen. Sind jetzt alle für die Pfeile draufgegangen? So, ich leg da mal in den Kasten über den Eiskasten welche rein. Hinter die Small Stones. Nee, ich hab keine Sorge, ich hab grad schon für die Axt reicht's wieder. Und gut, für die Cobblestone Frames brauche ich's nicht. Für die Cobblestone Frames brauche ich ja nur, wenn sie da nichts geändert haben. Ja, genau, Holz und Fiber. Ich benutze trotzdem die Kästen jetzt mal, um alles abzulegen. Jo, und den Eiskasten, ich habe keinen Platz mehr. Könnten uns natürlich auch eine Kiste hinstellen. So. Also, was mich sehr beruhigt, das ist wirklich das erste Mal, dass ich völlig zombiefrei starte. Naja, normal. Ich sehe jetzt schon ein paar Zombies. Oh, ich habe mich schon mit ein paar angelegt. Ich höre doch vor allem. Da ist ein Kriecher. Okay, ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, er muss wieder alles verschneiden. Oh. Bisschen baden. Ups. Das Ding ist halt bei diesem großen Haus, wenn wir da jetzt eine Cobblestone Wall außenrum ziehen. Ah? Hauer die Waldfee, sag ich mal dazu. Das ist, Kriegt mal hin. Das kriegen wir hin. Meint er? Ja, kann jo. Ich sicher sogar. Ich meine, wir können uns dafür jetzt das Haus sparen, aber das war ja vorhin Alter, so. Schick. Cool, ich habe auch eine Quest gekriegt. Was hast du? Eine Quest. Ich geb's dir gleich, damit du das mal herzeigen kannst. Und meine Karte kriegst du auch gleich. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Komm, gib mir eine Knochen. Ah, eine Danu! Man kann ja auch sehr vieles. Rettern, wie wir von Anubis euch... dürfte da sein. Ja, Anubis ist da. Ein Traum, Zombie ist auch da. Oh, hab ich meinen Bogen weggeworfen? Ich glaube, ich bin wieder auf Kuh gekommen. Warte, Koja, ich bin bei dir. Lauf weiter! Ich habe meinen Bogen verloren. Ich habe noch nicht nachgeladen. Polo hat wieder irgendwo, wenn irgendwo den Bogen findet, der... Oh nein.
Das ist auch nicht das. Passt das? Ja, ja, passt schon. Warum hab ich. Ah, ich hab aber keine Pfeile mehr, scheiße. Sekunde, ich hab sofort einen Bogen. Ja, brauchst du nicht. Ich hau ihm jetzt einen über den Schädel hier. Hier auf die Seite, Anubis. So, ich baue sofort einen Bogen. Wenn Anubis ich 100. Wenn ich 100. Der mag mich aber. Hab, dann baue ich sofort einen Bogen. Hier ist sowas wie eine Sendestation oder so. Ja, die ist. Mach einen Haken. Mach einen Wegpunkt. Ist die weit weg von uns? Okay. Alles gut. Alles gut, alles gut. Jetzt leg dein Bett oben ab, ja? So, ich hab noch keins. Muss ich auch noch bauen, auch was ich alles noch dann machen muss. Dann bau eins. Ich muss erstmal hier die Wooden Frames da basteln. Im Eiskasten habe ich da übrigens diese Questrolle gelegt. Guten Frame. So, gut. Also, wir haben hier einen Weg. Wo wollen wir die Felder prinzipiell hinmachen? Nach hinten, hinters Haus? Quasi, also wenn man Weg ausguckt, beziehungsweise wenn man den Eingang ausguckt, rechts vom Haus, würde ich fast sagen. Hier bietet sich so an für Felder. Ja. Ne? Meistens auf der flachen Stelle, fast, oder? Fast bei euch. Wenn du vorm Eingang stehst, rechts. Oh ja, da könnten. Ja. Oder? Ja, wäre okay. So, dann würde ich dann relativ nah am Eingang hier vorne die Mauer ziehen. Und direkt hinterm Hügel haben wir ja die Maisfelder. Genau, ja, wir haben eigentlich sowieso was Nahrung und Felder betrifft. Naja, wir brauchen einen Rest für Tees, oder? Also wir brauchen schon ein paar Felder. Frage ist, wie man hier eine Mauer bauen soll. Mit dieser Hügellandschaft. Ja, höher. Ja, mit Kobbel. Höher. Natürlich. Ja, wir sind 4 Leute. Doch, irgendwo ein Zombie, ich höre ihn doch. Bin ich. Na gut, okay. Dann machen wir das. Dann machen wir es halt höher, ne? Irgendwo läuft hier ein Zombie rum. Ja, ich höre ihn auch. Ach, bist du jetzt auch da, Alter? Von euch weg, ja, ich bin ganz normal. Nee, ah, hab ihn. Raus, ich. Ein Kriecher? Nee, ne Tossi. Die Frage ist auch, ob wir die normalen Sticks nehmen wollen oder gleich die Wood Spikes. Ich kenne den Unterschied nicht, außer dass die einen teuer sind. Das halt die du kannst sie aufwerten. Halten damit dann auch deutlich mehr aus. Okay. Sind aber natürlich teuer an der Herstellung. Ja. Reparieren solltest du auf jeden Fall beide immer. Ja, wobei die einen so billig sind, dass ich mir gesagt habe, reparieren lohnt sich nicht, aber. Gut, also das mit der Mauer wird putzig hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Was baut's denn hier gerade ab? Ich wollte jetzt gleich Stein. Haben wir Lehm hier in der Nähe, Jo, schätze ja, mal. Dann gehe ich Lehm abbauen. Schaufeln! Ja, meine Lieblingsarbeit. Yippie! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. So. Oh, warte, da ist ein. Hey. Was rein, oder? Vielleicht besorge ich uns doch zuerst, ja. Erweitern können wir ja zur Not immer. Komm, machen wir das erste Mal so. Sonst echt zu groß. So. Oh, Nest. Oh, ihr wird noch zum Nest finden. Ja, irgendwie jetzt hier schon in dem Spiel bisher. Cool. Dann besorgt Kuya Pfeile. Noch eins. Wer hat Koya ausgewechselt? Das ist nicht original. Das ist nicht das ist eine Koya. Hallo, wer ist das? Kein Nebel und ich finde Nest. Aber ich habe dafür Nacht. Permanent falsch. Nacht. Auch ja. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich deshalb, da fallen die Nester mehr auf. Meinst du? Eigentlich nicht, oder? Ja, eigentlich noch erschwerte Bedingungen, ja. Ah ja, Bettrolle machen. Sind solche Sachen dann hervorgehoben? Ja, Bett liegt alle oben ab, noch nicht habt.
Campfeuer kurz rund ums Haus umverteilen. Ich brauch mal Fiber. Eieiei. Kann ich mich kurz sehen? Jetzt? Jetzt. Okay. Gut, also das wird schon mal nicht. Ich hab hier noch. Aber cool, ja, dafür sparen wir uns das Haus bauen. Nest. Dann muss die Mauer ein bisschen größer sein. Ja, ich bin immer unheimlich. Auch überhaupt kein. Er hat schon wieder am Nest gesagt. Ja, ich hab jetzt auch wieder einige. Also ich hab 48 Pfeile und 55 Federn. Ich bin mir ja selbst unheimlich, es tut mir leid. So. Also, ich würde aber sagen, geübt. Ja, wir machen in der nächsten Wir machen Folge an dieser weiter. Stelle eine kleine Pause, dann kann ich mal versuchen, dass bei mir auch Tag wird, jetzt wo Nacht wird. Jetzt wo die Nacht kommt, schaue ich mal, dass ich auch den Himmel kriege. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, wir bauen hier an unserer Hütte bzw. unserem Hof. Ich glaube, das wird cool. Ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. In so einer schönen Hütte. Der Schornstein ist baufällig, da müssen wir arbeiten dran. Das geht. Schornstein. Und das Dach ist undicht. Ja, das werden wir merken, wenn es regnet. Ja. Den Regen kennst du ja auch noch nicht, oder? Ich kenne noch gar nichts von der Alpha 14. Ich habe bisher noch nicht gezockt. Mein Campfire muss ich auch noch bauen. Aje. Also viel zu tun in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.